Willkommen, Freunde. Ich finde mal wieder Zeit für einen Film. Gehen wir es an. Unser Thema, das Bremsgestänge und alles, was da so zugehört, ergibt sich schon fast automatisch aus den letzten Filmen. Auch sind Fragen zum Bremsgestänge gekommen. Daher unterhalten wir uns heute mal über dieses Thema. Ja, zum Anfang steige ich ein bei einer relativ simplen Konstruktion, und das war bei den Einheits-E-Loks der Baureihe 110 bis 140 der Fall. Die sehen wir jetzt hier auf dem Bild, und anhand dieser Bremsgestänge-Anordnung kann man so die ersten Grundbegriffe recht gut erklären. Also gehen wir die Geschichte an. Wir haben zwei Radsätze. Einer der Radsätze, immer der erste Radsatz vorne an der Pufferbohle, ist bei diesen Einheitsloks gebremst, also 1 und 4, handgebremst. Und der zweite rein pneumatisch gebremst. Jeder Radsatz hat bei diesen Lokomotiven einen Bremszylinder. Das kann man hier gut sehen. Zwei Drehgestelle sind vorhanden, das dürfte auch klar sein. Und wir brauchen jetzt prinzipiell nur mal den einen Teil dieses einen Radsatzes uns anschauen, um das Ganze zu verstehen. Ja, in der Mitte befindet sich der Bremszylinder. Und der Bremszylinder wirkt auf diese Hebelstange. Diese Hebelstange, die erste, ist hier oben im Drehgestellrahmen an einem Festpunkt drehbar gelagert. Knapp darunter befindet sich die Rückzugfeder, die Rückholfeder im eigentlichen Bremszylinder, die Kolbenrückholfeder, unterstützt. Weil das ist ja doch ein relativ großes Konstrukt, schwer, mit vielen Umlenkhebeln und Bolzenverbindungen. Und da muss eine ausreichend große Rückstellkraft vorhanden sein, um auch bei älterem Bremsgestänge mit Spiel und mit Korrosion in den Bolzenverbindungen ein sicheres Zurückstellen in die gelöste Stellung zu gewährleisten. Wir müssen die wirkende Bremskraft auf die linke und rechte Seite des Radsatzes, also auf die linke und rechte Bremsscheibe, sicher übertragen. Und daher bietet sich bei allen diesen Fahrzeugen diese Konstruktion hier an. Das ist das berühmt-berüchtigte Bremsdreieck. Warum so genannt? Ja, weil es aussieht wie ein Dreieck. Und dieses Bremsdreieck liegt mit dem Mittelpunkt an der Hebelkonstruktion und überträgt nun jetzt möglichst genau die Kräfte auf die linke und rechte Seite. Und das unter allen Umständen gleichmäßig. Was passiert nun? Der Bremszylinder fährt in diese Richtung hinaus. Das Bremsdreieck wird auch in diese Richtung bewegt und in Folge kippt der Bremsklotz über diese Hebelbewegung hier ans Rad. So ist das Ganze zu sehen, so passiert das. Und unten ist die andere Seite der Lauffläche mit einer Stellstange verbunden. Diese Stellstange bewegt sich in diese Richtung. Der Bremsbalken mit dem Klotz und dem Schuh ist hier am Festpunkt genauso wie da über ein Hängeeisen fixiert. Das Ganze geht in die Richtung, das heißt, dieser Klotz legt sich auch an die Lauffläche und mit höhernehmender Kraft dreht sich der Schuh so, dass sich der Bremsklotz möglichst sauber gleichmäßig auf die Fläche legt. Das ist aber ein Riesenproblem der Klotzbremsen. Da sind die Konstrukteure gefordert, das so zu konstruieren, dass eine möglichst gleichmäßige Anpresskraft vorhanden ist. Das lässt sich aber bei diesen Konstruktionen nicht immer gewährleisten. So richtig gut funktioniert das nur bei sogenannten Klotzbremseinheiten. Und das muss man sich so vorstellen, da sitzt quasi der Bremszylinder direkt hinter dieser Schuh-Klotz-Geschichte und drückt in der Mitte das ans Rad. Das ist natürlich dann die optimale Lösung, aber man braucht für einen Radsatz 4 Bremszylinder. Und das ist natürlich ein teurer Spaß. Ja, es gibt Fahrzeuge, die haben das, aber es ist nicht so häufig zu finden. Gut, was ist hier wichtig? Wichtig in allererster Linie, dass über die Betriebszeit der Fahrzeuge bis zur Revision die Bolzenverbindungen gängig bleiben. Und hier in diesem Bereich heißt gängig, es muss sich mit dem Hammer, mit leichten Hammerschlägen bewegen lassen, weil die Kräfte, die wirken, sind immens und das reicht aus.
Ja, was passiert jetzt im Laufe des Betriebes? Die Bremssohlen nützen ab, die reiben ab, das ist ja Grauguss. Und irgendwann ist der Abstand zwischen dem Bremsklotz und der Lauffläche größer. Bei diesen Lokomotiven definiert man die zulässigen Betriebsbereiche über den Kolbenhub. Und wenn der Bremsklotz abnutzt, dann wird der Kolbenhub natürlich bis zum Erreichen der Lauffläche immer länger. Und der Betriebsbereich des Kolbenhubs ist hier 70 bis 130 mm. Das ist auch außen an der Loks angeschrieben und muss eingehalten werden. Das heißt, überschreitet der oder erreicht er diese 130 mm beim Abschlussdienst, dann fertigt der Lokführer, so war es früher, einen Arbeitsauftrag, einen Arbeitszettel und gibt den der Werkstatt. Und dann muss hier an der Lokomotive die Bremse gestellt werden. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und nun die Frage, wie stellt man denn hier die Bremse? Ja, das geschieht über ein grobes Rundgewinde mit einer Mutter an der Stelle hier. Und diese Mutter ist mit einer Überfallklappe gesichert. Diese Überfallklappe mit einem Splint. So, also man öffnet diese Klappe und stellt diese Spindel nach. Bei gut gepflegten Lokomotiven konnte man das teilweise von Hand. Das war aber doch eher selten. Gerade im Güterzugbereich mit hohen Laufleistungen und mit Schmutzentwicklung und so weiter, war das mit der Hand nicht zu bewerkstelligen. Also hatte jeder Lokschlosser einen passenden Maulschlüssel. Was wiederum nicht so einfach war, weil bei dieser Schlüsselweite der Hebel eines Standardmaulschlüssels, ob es jetzt ein Doppelmaul ist oder ein Einfachmaul, spielt dabei keine Rolle, doch recht ordentlich ausfällt. Und nun kann man sich vorstellen, dass im Bereich des Arbeitskanals oder im Gleisbereich hier ein Nachstellen dieser Mutter, ja, um nicht zu sagen problematisch war, wegen des langen Hebels. Also, was haben alle Werkstätten gemacht? Die haben so einen Standard-Maulschlüssel aus dem Lager geholt, haben den abgesägt, haben den dann an dem abgesägten Ende schön sauber geschliffen, dass da kein Grat dran war, und dann hatte man so einen kleinen, etwa so langen Maulschlüssel, den man schön zum Betätigen der Mutter benutzen konnte und war auch relativ schnell damit. Das hat bestimmt 30, 35 Jahre gut funktioniert. Ich erinnere sehr gut, dass ich als junger Lokschlosserlehrling in der Werkstatt Oberhausen-Osterfeld Süd in die neue E-Lok-Halle kam, die da 76, 77 neu gebaut wurde. Und meine ersten Wochen waren nur Sohlenwechsel. Ich habe Sohlen gehangen ohne Ende. Ich hatte abends Arme beim Nachhausegehen, ich konnte mir im Laufen die Schuhe zumachen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in der ersten Woche nicht mehr alleine von der Toilette hochgekommen bin. Es war irre. Ich war 16 Jahre alt, das war eine Knochenarbeit und die Jungs, die da planmäßig gearbeitet haben, die haben uns richtig schön malochen lassen. Aber uns auch zusammengefaltet, wenn irgendetwas nicht funktionierte. Was ich dann noch so gut in Erinnerung habe, ist das Waschen zum Feierabend an diesen riesen Waschbecken. Und ich konnte als Junge, ich war ein Junge, unbedarft, ich konnte das überhaupt nicht verstehen, dass fast alle älteren Kollegen, und ich rede jetzt hier nicht von 60 oder 65-Jährigen, ich rede von 30 bis 40-Jährigen. Es war kaum einer in der Werkstatt, der nicht schon ein kaputtes Kreuz hatte und dem man nicht beim wieder Hochrichten helfen sollte. Ich habe das überhaupt nicht verstanden zu der Zeit. Das waren also Kollegen, die 10, 15 Jahre in dieser schweren Lokinstandhaltung waren und durchweg jeden Tag so und so viele Paar Sohlen hingen. Die hatten alle Probleme mit dem Kreuz. Es war so eine Zwangshaltung, vor allen Dingen, das erkennt man hier ja nicht, es ist eine Doppelsohle. Das heißt, die untere hat nochmal eine obere. Und wer die einmal bei einer 110er oder 140er eingehangen hat, der weiß, wovon ich rede. Und das mal so und so viel Mal pro Jahr. Das bleibt nicht aus. Also es war ein Knochenjob, um das mal kurz zu sagen. Okay. Ja, also jetzt komme ich mal wieder zu der Maulschlüssel zurück. Das war also gang und gäbe. Und dann kam man auf die grandiose Idee. Irgendwann kamen ja diese Qualitätssicherungssysteme. Ich habe da so meine eine eigene Meinung zu diesen Qualitätssicherungssystemen. Die mögen in einigen Bereichen sinnvoll sein, aber in anderen Bereichen ist es schon fast Satire. Und so eine Satire-Geschichte erzähle ich jetzt mal. In einer westdeutschen Werkstatt gab es dann einen neuen Werkstattleiter, der großer Fan dieser Zertifizierung war.
Der ging dann durch die Werkstatt und sah diese selbstgefertigten Maulschlüssel und gab dann den Dienstauftrag. Die sind sofort alle wegzulegen. Das ist kein zertifiziertes Werkzeug. Das ist nicht nach Norm. Das ist selbstgefertigt. Das geht überhaupt nicht. Das muss von der Industrie gekauft werden. Ja, und dann wurden diese Schlüssel alle eingesammelt, zur Seite gelegt. Und dann dauerte es ein paar Tage. Und dann kamen von einer namhaften Firma, die gesenkgeschmiedete Werkzeuge herstellt, die Schlüssel. Dann haben die Werkstattmitarbeiter erstmal vor lauter Lachen eine Stunde nicht arbeiten können, weil diese zertifizierte Firma mit entsprechendem Namen, jeder, der mal einen Maulschlüssel in der Hand hatte, kennt diesen Namen. Ich mache jetzt hier aber keine Schleichwerbung. Hatte aus dem Regal einen Standardmaulschlüssel genommen, den abgesägt und oben schön natürlich professionell rundgeschliffen. Das heißt, jetzt hatte aber dieser Maulschlüssel ein Zertifikat und damit war die Welt in Ordnung. Und wer werde ich dazu jetzt nicht sagen? Was der ganze Spaß gekostet hat, möchte ich nicht wissen. Die Firmen lachen sich schlapp. Jetzt eine andere Frage. Wenn ich einen Hebel an einem gesenkgeschmiedeten Maulschlüssel kürze, dann besteht natürlich die Gefahr, dass ich den abbreche. Ja, nee, ist klar. Ja, das waren diese Schlüssel und wir haben das verflucht. Das war eine Knochenarbeit. Und wie war das Maß? Natürlich hat man sich nach dem Kolbenhub orientiert zum Schluss, aber am Bremsklotz selber war das so: Man hat also das Bremsgestänge dann abgezogen, hat den Schlüssel hier gegengelegt, dazwischen gelegt und der musste so leicht schräg stehen. Dann stimmte der Abstand zwischen Sohle und Lauffläche. Und wenn man dann anschließend mit Anlegen der Bremse den Kolbenhub kontrolliert hat, dann war der meistens hier in dem zulässigen Bereich. Es gab einige wenige Lokführer. Das habe ich selber erlebt. Die haben selber ihre Bremse gestellt. Die haben das nicht der Werkstatt überlassen. Die hatten so einen Schlüssel und haben im Gleisbereich, also im Abstellbahnhof oder wo auch immer, neben der Lok liegend, sich die Bremse selber gestellt. Vor allen Dingen so die ältere Generation, die auch noch Dampflok gefahren ist, das war deren Hobby. Die haben gesagt, da lasse ich keine Werkstatt dran, das mache ich selber, das will ich so haben. Und die haben auch meistens den Kolbenhub auf das kleinste Maß dann gestellt, um dann mit der Zusatzbremse, wenn damit gebremst wurde, die Bremswirkung zu haben, die sie gewohnt waren. Was hat dann nachher irgendwann aufgehört, aber ich habe das also auch noch erlebt. Ja, es waren jetzt mal ein paar Geschichten aus der Praxis. Über die Werkstatt Oberhausen-Osterfeld Süd könnte ich alleine eine wirklich große Reihe von Filmen drehen. Allerdings kann man nicht alles, was man da so erlebt hat, in der Öffentlichkeit erzählen. Das muss ich auch mal klar so sagen. Ja, es war schon sehr wundersam teilweise. Okay. Schauen wir uns jetzt nochmal das mit der Handbremse an, wie das jetzt mit der Handbremse auf das Bremsgestänge wirkt. Das Handbremsrad ist ja im Führerraum mit dem ausklappbaren Griff. Dann geht das auf ein Stirnradgetriebe. Hier ist eine Gewindespindel und ein Gewindeklotz. Dieser Gewindeklotz wird nach oben gezogen. Der Hebel wandert auch nach oben. Der Hebel wandert in die Richtung. Und hier ist der Drehpunkt. Also, wenn wir hier dran ziehen, ziehen wir hier unten den Bremszylinder raus. Und da der Bremszylinder ja mit dem Dreieck, das ist diese rote Stange hier, gekoppelt ist mit dem Bremsdreieck, entsteht so über die Handbremse eine Bremskraft auf dem ersten Radsatz, der das Fahrzeug bei abgerüstetem Zustand sichert. So läuft das Ganze über eine doch recht komplizierte Mechanik. Und wenn man das hier so sieht, dann kann man sich gut vorstellen, dass heute die Federspeicherbremsen mit ihrer doch recht einfachen Positionierbarkeit absolute Vorrangstellung gewonnen haben. Was kann an so einem Bremsgestänge kaputt gehen? Ja, das ist nicht ohne. Die Kräfte, die hier wirken, sind hoch. Ich habe also erlebt, dass solche Festpunkte, die geschweißt waren, abgerissen sind, dass die Bremsdreiecke gebrochen waren, dass die Bolzenverbindungen ausschlagen. Und eins der größten Probleme ist die Parallelführung der Bremsklötze zur Lauffläche. Was bei diesen Fahrzeugen absolut nicht passieren darf, ist der Umstand, dass die Bremsklotzsohlen seitlich am Radreifen vorbei überlaufen. Wir sagen dazu Überläufer. Und da ist die Vorschrift zum Beispiel ganz streng. Selbst wenn der Klotz schon am Rand der Lauffläche steht, noch gar nicht übergelaufen ist, auch noch keine Gradbildung hat, gilt das Ganze schon als übergelaufen und muss
durch Instandsetzung korrigiert werden. Warum ist das so kritisch? Weil auf der Stirnfläche zusätzlich Reibung entsteht, die in den Radreifen wandert und zu Radreifenablösungen oder zu Radreifenrissen führen kann. Die Sohle soll auf der Lauffläche reiben und irgendwo anders. Die meiste Ursache für dieses Problem war ein ausgeschlagenes Bremsgestänge durch eine hohe Laufleistung und eine ungeschickte Auswechselrhythmus der Bremsklotzsohlen. Es gab einige Werkstattmitarbeiter, die haben das nie begriffen. Die haben also nie parallel gleich gewechselt, sondern die haben hier eine dünne Sohle drin gelassen und hier eine dicke neue reingemacht. Und was passiert dann? Das Ganze verwindet sich und diese Sohle hier läuft über. Da habe ich auch lange gegen gekämpft, aber einige waren da unbelehrbar und haben sich durch diese Faulheit dann zusätzliche Arbeit gemacht. Denn wenn ein Bremsgestänge ausgebaut oder ein Bremsdreieck gebolzt werden muss, dann ist das ein bisschen mehr Musik, als wenn man zwei Sohlen zusätzlich wechselt. Aber wie das immer so ist, ich bin im Frühdienst und das nächste Mal ist der Spätdienst dran und mich trifft das ja nicht. Das ist leider so. Das muss man ganz offen sagen. Okay. Ja, das wäre jetzt mal ein doch, ich habe ja anfangs gesagt, einfaches, aber wie man sieht, umfangreiches Bremsgestänge, über das man eine ganze Zeit was erzählen kann. Baureihe 110. Ohne Gestängesteller. Alles holländisch, von Hand. Ja, das soll der erste Film zu diesem Thema sein. Mal schauen, ob ich jetzt noch Lust habe, ein bisschen mehr zu erzählen. Weiß ich noch nicht. Überlege ich mir gleich. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und genießt den Spätsommer. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.